Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder der Sascha, genau, und das ist der Daniel. Und wir machen heute Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Du machst mich total aus dem Konzept mit deinem Parallelgebabbel. Das ist meine Aufgabe. Ja. Heute ist der 27. September. Und am 27. September haben wir natürlich wieder ein prominentes Geburtstagskind. Wie sollte auch anders sein? Ja. Und dieses prominente Geburtstagskind ist heute... So hübsch, die Avril Lavigne hier. Ach, Avril Lavigne. Ganz süß. Ist eine Süße, ne? Ja. Kann man lassen. 27. September, 84 geboren. Ja. Ist auch noch ein Küken. Ja, ist ein Küken. Kann singen. Ja. Sieht gut aus. Für eine Kanadierin verblüffend gut, ja, wie sie singen kann. Ja. Ist in Ontario geboren. Ja. Am 27. September 1905 hat auch Albert Einstein seine Relativitätstheorie. Richtig, seine Relativitätstheorie vorgestellt, was ein Meilenstein der Physik war. Okay. Ja, also der Wissenschaft grundsätzlich überhaupt, ne? Was ist die Relativitätstheorie? Was ist es? Aus dem Stegreif wird E gleich m mal c Quadrat. Mann, ja, m. Ja, ja. Ja, ja. Also, die Formel hättest du wissen wollen, aber die Sache zu erklären. Ach so, zu erklären? Nee, erklären. Dann mach mal los. Nee, ich wollte nur die Formel. Ja. So gibt es aber am 27. September noch was, und zwar, das ist ein Aktionstag, der internationale Welttourismustag von 1980 der UNWTO. Ja. Was ist so ein Land, das du gerne bereisen möchtest? Ich würde gerne mal nach Belize. Belize? Mhm. Das ist wo genau? Südamerika. Südamerika? Oh, jetzt warst du mal schon ganz schön weit. Äquatornähe. Mm. Weiße Strände. Mm. Palmen. Tanga. Oh. Ja. Ja, ich würde gerne, glaube ich, mal nach Japan. Ich war noch nicht in Japan. Finde ich gut. So diese Strände und sowas habe ich ja schon alle durch. Ja. 27. September 1589 ist auch der Bau des Hofbräuhauses begonnen worden in München. Ach was. Ja. Das war heute, 1589, am 27. September. So alt ist die Klitsche. Ja, so alt, genau. Also richtig, richtig alt. Und warum haben die angefangen? Die wollten nämlich ein eigenes Bier und nicht das teure Importbier immer kaufen müssen. Deswegen haben die ein eigenes Bier gebraut. Und damit dafür brauchten die natürlich ein eigenes Brauhaus. Aber die wurden ja nicht, es hat ja nicht aufgemacht und war direkt Hofbräuhaus. Das wurde es ja erst im Verlauf der Zeit, oder? Ja, aber die haben auf jeden Fall den Grundstein an dem Tag gelegt. Und das ist ja nicht genauso schief wie der von Schiefenturm von Pisa, nur dich erinnerst du dich? Ja, genau. Der Schiefenturm von Pisa hat ja auf den Grundstein gelegt worden, der ist in so ein halbes Grad, war da irgendwie defekt und dann ist das Ganze dann entsprechend so rumgegangen. Ja. Das war am 27. September. Wenn ihr noch irgendwas für den 27. September bemerken wollt, könnt ihr das hier in die Kommentare reinschreiben. Da würden wir uns sehr freuen. Ihr könnt den Kanal abonnieren und ihr könnt uns ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns morgen wieder am 28. September. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.